Bestimmt ein Fehler. Guten Tag. Die Stadtwerke. Hallo, Herr Ritter. Ich soll Ihren Stromzähler einbauen. Das wundert mich ja sehr. Gibt es dafür irgendwie Mehrheitsbeschluss? Da kann ja jeder kommen. Nee. Stadtwerke, noch nie gehört. Ich habe meinen Auftragszettel. Der reicht mir da völlig für aus. Aha. Ja, also wir leben in einer Demokratie, also es wundert mich schon sehr. Da kann ja nicht so ein Elektro-Castro kommen und über mich bestimmen und in meine Wohnung kommen, ohne Mehrheitsbeschluss oder Volksentscheid auf Bundesebene, geht das gar nicht. In welcher Partei sind Sie? Keine Partei, die Stadtwerke. Und ich muss das machen, das ist mein Arbeitgeber. Sie müssen erstmal gar nichts. Sie sind kein Hamster im Laufrad. Und keine Partei, naja, wundert mich ja gar nichts. Ja, es geht aber wirklich schnell und dann können wir den auch per Funk von der Straße ablesen und stören Sie nie wieder. Ah ja, versprechen, versprechen und dann nicht halten. Vielleicht sind Sie ja doch in der Politik. Ja. Mögen Sie Tiere und Pinguine? Ja, kommen Sie mal rein. Sie sind ja noch nicht in einer Partei, ne? Haben Sie Wähler dabei? Pass mal auf, du Parlamenthocker, ich bin in der MDMW, mach dich mal weg, denn ich muss deinen Stromzähler auswechseln. Und du schwingst hier schon wieder lange Wahlreden. Ich muss heute noch zu 12 Kunden, denn im Gegensatz zu dir muss ich für meine Rente noch arbeiten gehen. Mögen Sie denn jetzt Pinguine? Ja, wenn wir jetzt schnell den Zähler wechseln, sind sie nämlich direkt wieder los. Und dieser Zähler, wie zählt der? In Prozent? Hat der es überhaupt über die 3%-Hürde geschafft, ja? Nee, in Kilowattstunden. Und die sind verdammt teuer. Vielleicht sollte die Politik dagegen mal was unternehmen. Ah, ja, gut, dass Sie es ansprechen. Energiegewinnung ist ja mein Thema. Hier ist mein aktuelles Wahlprogramm. Ich setze mich nämlich vor allem dafür ein, dass Energiegewinnung aus Pinguinkot entsteht. Ja, ich guck mir das später an. Erstmal bitte den Zähler wechseln. Stellen Sie sich vor, wie viel Pinguine es auf der Welt gibt. Und die müssen ja ihr Geschäft verrichten. Und im Nordpol, da ist es ja auch kalt. Und das wird dann eingefroren, transportiert zu einem Biokraftwerk. Und ja, das ist genial. Ja? Wollen Sie mir jetzt einen Eisbären aufbinden oder was? Passen Sie auf, wir wechseln schnell den Zähler und danach gucke ich es mir mal genauer an. Ja, versprochen. Versprochen? Ja. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Ja. Aber erst den Zähler. Pass mal auf, du Vogel. Erstens, Pinguine leben am Südpol. Und zweitens, wenn man Energie aus dummen Ideen gewinnen könnte, ne, dann hätten wir überhaupt keine Probleme mehr. Und wie willst du das Pinguinengeschäft denn in das Biokraftwerk kriegen? Vielleicht mit dem Blauwal-Express oder was? Sie haben meinen Flyer hingeworfen. So, damit habe ich Ihre neue Zählernummer schon notiert. Das war's da schon. Dann gehe ich jetzt mal wieder. Und warum musste man den Zähler jetzt überhaupt ersetzen? Der alte hat doch funktioniert. Naja, sagen wir mal so, ne? In der Politik, da werden die Parteien ja auch manchmal ausgetauscht alle 4 Jahre, obwohl die alte noch funktioniert. Nein, Spaß, wie anfangs erwähnt, können wir den jetzt per Funk von der Straße ablesen. Da haben sie auch keinen lästigen Termin mehr zum Ablesen mit uns. Ah, per Funk. Also erstmal hallo, Datenschutz. Zweitens, fällt Ihnen auf, dass durch diese Modernisierung Sie Ihren eigenen Arbeitsplatz wegrationalisieren? Boah, Sie können sich echt nicht vorstellen, wie viele Leute trotz Terminabsprachen nicht zu Hause anzutreffen sind. Und ich sag mal so, ne, solange Pinguine keine Daumen haben, haben wir Handwerker auch immer was zu tun. Da können Sie sich sicher sein. Ah, Pinguine haben keine Daumen. Pinguine haben keine Daumen. Pinguine können nicht im Pflegeberuf eingesetzt werden. Was mit Nasenbären? Haben Nasenbären Daumen? Ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich muss jetzt auch langsam... Aber auch das mit dem Funk. Ich bin mir da nicht so sicher, ob es vielleicht so Langzeitschäden durch die ganzen Wellen und Strahlen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und also zum Beispiel bei Smartphones, da dachte ich mir auch eine neue Lösung, dass ja Smartphones durch fotografierende Brieftauben ersetzt werden können. Hm. Das steht in meinem Flyer. Haben Sie da auch mal über 5G-Tauben nachgedacht? Also das mit der Internetverbindung ist ja wirklich ein Problem in Deutschland. Das finde ich jetzt allerdings super, dass Sie sich da so Gedanken zu machen. Ja. 5G-Tauben. Pass mal auf, Happy Feet. Wenn da was dran ist, dann schläfst du wohl jeden Abend mit deinem Smartphone unterm Kopfkissen ein. Dass ihr Politiker immer völlig verrückte Ideen für uns Otto-Normalbürger habt, daran bin ich gewohnt. Aber du schießt den Pinguin ja völlig ab. Vielleicht sollten wir mal Pinguin in den Bundestag setzen, damit er mal endlich Leben in die Bude reinkommt. Pinguin im Bundestag. So, dann ist... Ja, Moment mal. Sie haben mich ja noch gar nicht gewählt. Wollen Sie einen Kaffee haben? Den haben Sie mit Ihren Steuern schon bezahlt. Hä? Ja? Ja? Nee, danke. Ja? Wollen Sie nicht einen Flyer mitnehmen? Am Mittwoch habe ich so einen Infostand im Zoo. Mittwochs habe ich keine Zeit, dann bin ich mit den Jungs immer Karten spielen. Das kann ich jetzt nicht mehr abtragen. Toll, toll, toll. Ja, nehmen Sie die doch mit. Können Sie auch hier mitnehmen. Bei den Eisbären sind wir da.
Nee, ja. Wenn ich denen das vorschlage, dann halte ich mich für völlig bescheuert. Und dann das X machen, das Kreuzchen, bei mir. Ja. Bei der PPD. Wir sehen uns dann bei meinem Infostand. Ah, das ist die Andrea, das ist meine persönliche Assistentin und Pressesprecherin. Ja, Andrea, das ist ein neuer Wähler der PPD. Ja, es tut mir leid, aber im Kostümverleih gab es keine Pinguinkostüme mehr. Schade. Aber haben wir nicht ein Deluxe-Wahlgeschenk für diesen neuen Wähler? Ja? Wir sind hier bei Ihnen zu Hause. Die Geschenke haben wir im Büro. Ja. Habe ich überhaupt für die Mietpreisbremse gestimmt? Augenblick mal. So, das ist hier ein Wahlgeschenk. Ja. Guck mal, schauen Sie mal, da ist mein Gesicht drauf. Hier, viel Spaß damit. Einfach nach oben halten, ist wie ein Regenschirm. Ja, wir sehen uns dann am Mittwoch, ne? Andrea, kommen Sie rein, kommen Sie. Ja. Haben Sie noch ein paar Wähler mitgebracht? Ja, Wähler? Nein, keine Wähler? Wer macht es denn immer ab? So. Ja, so manche politische Entscheidung kann man nicht verstehen. Ganz genau, da steht alles in meinem Parteiprogramm. Eure Erststimme bitte an MyHem abgeben, abonnieren, dann einen Kommentar hinterlassen, eure Zweitstimme einfach in Form eines Daumens nach oben abgeben und natürlich, wie jeder andere, wer Pinguine liebt, sollte das Video teilen und natürlich auch... So ist es jetzt gut, eine Redezeit ist abgelaufen. Schreibt einfach in die Kommentare, auf welche Berufsgruppe ich noch treffen soll.